Hallöchen, liebe Bastelfreunde, herzlich willkommen, Sebastian hier von DEFMA Models. Willkommen zur nächsten Videofolge für den Trabanten 601 mit den Ausgaben 116, 17, 18 und 119. Ja, wir werden in diesem Video die rechte Seitenwand für den Wohnwagen anfangen und ja, ein bisschen Türen, Fenster einbauen. Wie weit werdet ihr gleich im Video sehen. Vorher lasst ihr gerne noch ein kostenloses Abonnement und gerne auch einen Daumen nach oben und Kommentar hier bei dem Video da. So, in der ersten Folge, Ausgabe 116, werden lediglich hier diese zwei beigefügten Zierleisten außen mit innenseitig den CP-Schrauben befestigt. Ihr seht, ich habe das hier schon vorbereitet, damit wir hier ja, direkt zügig weiterkommen. So, dann haben wir noch etwas Licht hier auf dem Tisch, einen Blister mit ein paar Teilen noch dazu, dann einen Lüftungsschlitz oder hier so ein Lüftungsgitter, einen Türbogen oder so eine Zierblende und dann hier nochmal Zierelemente, die uns noch von der linken Seitenwand bekannt vorkommen. Unter anderem auch die Fenster. So, wir setzen als erstes hier das Gitter ein. Das tun wir von außen ansetzen, dass die Lüftungsschlitze nach unten zeigen. Setzt man das Ganze jetzt hier außen erstmal ein. Zack. Legen das jetzt hier so ab und drehen da die CP-Schrauben ein. Jetzt ist hier aber ein Druckfehler, sehe ich gerade. Ich habe nämlich bloß BP und AP. Okay. Also BP brauchen wir für die hier. Dann ist das statt der CP, kommen da die AP-Schrauben rein. Dann muss man gucken, ob die von der Länge her gehen. Ah, doch, die sind ein Stück kürzer als die CP, sehe ich gerade. So. Das funktioniert wunderbar. Also da einfach aufpassen hier, dass ihr hier nicht die CP-Schrauben benutzt, denn da habt ihr keine, sondern die AP-Schrauben. Also wahrscheinlich habt ihr schon welche, wenn ihr immer die Schrauben aufhebt, aber reinkommen diese jedenfalls da nicht. So, dann drehen wir das Ganze einmal rum auf die Vorderseite und stecken jetzt mal hier unsere ganzen Zierelemente oder Zierleisten an. Die werden jetzt hier bloß eingeklippt. So. Können das dann nochmal rumdrehen und nochmal von der Seite vorsichtig drauf drücken. So, dann drehen wir es nochmal rum auf die Vorderseite und machen jetzt noch hier die Zierleiste, die übers Fenster kommt, rein. So, dann kommen jetzt vom letzten Bauabschnitt noch übrig. Nicht vom letzten, sondern vom, ist schon ein paar Stück zurück, von der 101, glaube ich, ist das hier. Die erstmal der obere Teil der Tür. Das ist diese mit dem Spiegel drin. Ne? Die fügen wir von außen jetzt hier so ein. Drehen jetzt hier die BP-Schrauben ein.
Okay, so, das funktioniert. Ich habe jetzt bloß noch keinen Trick rausgefunden, wie man den... Der Türraster hier, der ist ja hier drin mit einer Feder befestigt. Der geht wirklich leicht reinzudrücken. Wenn man die Tür dann rausdrückt, geht sie wunderbar. Rein auch. Aber ich kann sie jetzt nicht ohne Gewalt rausdrücken. Dann müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. So, jetzt haben wir noch den unteren Teil der Tür. Der wird jetzt hier auf die gleiche Weise eingesetzt. So, ich mache das hier oben mal auf. Dann geht die leichter rein. So, dann machen wir dazu, dann hält das auch hier drin. So, Scharniere rausdrücken. Und dann können wir das ja auch mit den BP-Schrauben festdrehen. So, das war der Arbeitsschritt. Und dann haben wir zum Schluss nur noch die Fenster. So, da haben wir das eine. Ja, jetzt ist wieder die Frage, wie rum. So, das da rein. Und das kommt dann hier drauf. So, Ausgabe 118 können wir das mal kurz zur Seite legen. Und nehmen uns das neue Bauteil, nämlich das Innenleben der rechten Seitenwand. Haben jetzt hier ein Blättchen, das legen wir als erstes hier oben ein. So, dann schrauben wir das mit CP-Schrauben fest. Bei dir sind doch, glaube ich, etwas zu lang, oder? So, ich habe jetzt gerade noch mal bei der linken Tür geguckt. Da kann man nämlich so ein bisschen noch so schräg oben reinschauen. Und da sind die Schraubköpfe tatsächlich auch so weit raus. Ich habe jetzt trotzdem eine restliche AP-Schraube von einer der vorherigen Ausgaben hier eingesetzt. Das ist einfach das Gewinde nicht so weit rausguckt. Gut, machen wir weiter und zwar mit der Rückenlehne für einen der Sitzbänke und stecken diese jetzt mit der Schräge, Richtung Schräge, hier auf diese 8 Löcher. Mal bloß die Löcher finden. Dann sollen wir mit CP-Schrauben arbeiten. Die erste hier oben rein. Dann hier unten außen. So, und wenn wir die drin haben, können wir, also man soll die erstmal fixieren und danach dann festziehen, wenn man die zwei hat. Ich habe es jetzt gleich festgezogen, weil wie gesagt, wenn ihr die Schraublöcher oder das Rückenlehnkissen einmal auf den Tisch legt und dann bloß die Rück- oder das Wandstück hier über die Löcher positioniert, ablegt, dann könnt ihr eigentlich direkt festdrehen, aber das ist jedem selbst überlassen, wie er das macht. So, und dann ziehen wir hier einfach die restlichen drei Schrauben noch ein, also jetzt noch drei, insgesamt 6.
dann können wir das Ganze wieder vordrehen und haben jetzt hier neben der Tür 1, 2, 3 Stecklöcher, wo wir jetzt hier dieses verbleibende Bauteil von unten nach oben in der Stärke hier einstecken. So, das wird hier bloß in die Löcher gedrückt. Und damit können wir auch schon zu Ausgabe 119 springen. Da bekommen wir jetzt hier einen Beutel CP-Schrauben. Kleiner Nachtrag nochmal, ich habe gerade gesehen, in der Anleitung ist es ein paar oder eine Seite später, wird hier statt der CP von AP-Schrauben gesprochen. Also dreht einfach die langen Schrauben raus, denn die eine, die ich jetzt hier eingedreht habe, ist tatsächlich die eine Reserveschraube. Ne? Also ihr dürftet zum Schluss, wenn ihr die Lehne angeschraubt habt, müsste euch theoretisch eine CP-Schraube fehlen. Die dreht ihr einfach hier oben raus, fügt die da unten rein und der Beutel mit den AP-Schrauben, der dabei war, da dreht ihr einfach hier oben zwei AP-Schrauben nach. So, dann gehen wir zum letzten Abschnitt. Und zwar haben wir einen Draht, zwei Gardinenstücke. Und die Gardinen, die fädeln wir hier einfach einmal auf den Draht auf. Schaut einfach nur, dass die Naht auf einer Seite bei beiden gleich ist. Ne? Nicht, dass ihr eine innen, eine außen habt. Und dann können wir das Ganze jetzt hier in diese Schiene einfügen. Beachtet, dass das die Außenseite ist. Also die Naht nach unten und das, was außen soll, das zeigt jetzt hier nach oben. Schiebt das hier in die Schiene ein und setzt das ganze Teil jetzt hier auf das Außenleben, auf die Innenwand. So, hier drauf. Und dann habt ihr jetzt hier 1, 2, 3 Schraublöcher, die wir mit CP füllen. So, nachdem die Gardinenstangenhalterung fest ist, nehmen wir uns einmal die Außenwand und legen dieses Bauteil einmal passform hier auf und schauen jetzt, dass wir hier in allen außenstehenden Schraublöchern mit CP füllen. So, Lieben, und das war's auch schon wieder für die heutige Videofolge. Ich habe jetzt hier noch die Vorhänge ein bisschen aufgemacht, dass man später noch von außen auf das Innenleben noch ein bisschen Einblick hat. Einfach hier mit einer groben Nadel oder mit einem Schraubendreher in der Schiene den Stoff zurückschieben. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja euch noch was einfallen lassen, die Gardinen ein bisschen zusammenzubinden mit dem Bindfaden oder was, dass das hier nach außen dann nicht so reinsplattert hier, ne? So, also, wir gehen jetzt ins Finale, denn es sind jetzt laut Heftbeschreibung, es sind ja insgesamt 125 Hefte, wir sind jetzt bei der 119, das heißt, es gibt noch 20, 21, 22, 23, 24, noch 6 Hefte, dann sind wir hier mit dem Trabanten fertig. Und, damit ich euch ein bisschen Hunger mache, gibt es noch den Ausblick auf die nächste Folge, schaut mal da. Da gibt es schon die untere, hintere Wanne mit den Rückstrahlern und dem, ja, Würdig 301 Schild. Ne? Und ja, damit geht's auf die Zielgerade mit der nächsten Lieferung. Ich hoffe, dass alle 6 Hefte gleich mit einmal kommen. Seid gespannt, so wie ich. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen. Sagt daher tschüss und bis zum nächsten Mal.